Herzlich willkommen zu Let's Play Der Wald. Und wir sind hier, wie ihr seht, in der ganz neuen Version, Version 0.19. Und die ist ganz neu draußen und wie gesagt, ich muss mich entschuldigen, ich habe noch nicht neu angefangen. Mir fehlte die Zeit, irgendwie in was in The Forest zu machen. Und jetzt gucke ich mir nur mal ein bisschen die Neuerungen an hier in der 0.19. Und die erste Neuerung haben wir gleich am Anfang hier. Wir haben 5 Slots für 5 Safe Games. Fangen wir mal, das ist mein alter Spielstand, noch aus der Version 0.17 oder 1.6. Mit den kaputten Häusern und kaputten alles. Ja, ich muss auf jeden Fall neu anfangen. Es bringt ja nichts hier mit. Aber jetzt will ich mal gucken. Einfach mal ein bisschen umgucken, um ein paar neue Sachen zu sehen. Ich weiß auch noch nicht alles, was es Neues gibt. Eine Map soll man finden können. Die soll in 4 Teile und die soll man auf dem Crafting Table, also unserer Crafting Matte. Ja, und hier unser herrlich kaputtes Haus. Oh nein, ich fange schon wieder an zu weinen, wenn ich das sehe. Dach steht, Wände weg. Ist jetzt Nacht? Sollte ich noch vielleicht eine Runde schlafen? Nein, nicht speichern, ich will schlafen, so. Jetzt haben wir richtig Nacht, dann schlafen. Was? Bin ich jetzt verdurstet? Ist da was drin? Scheiße, ich hätte sollen nicht schlafen. Man soll nicht durstig schlafen gehen. An den Fluss. Aber jetzt habe ich ja... Habe ich jetzt was getrunken aus dem Ding? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich nach 2-mal Schlafen wieder... auf jeden Fall, hier sollte unser Baumhäuschen hin. Und die haben den Baum weggepatcht. Ja, toll, tolle Sache. Ich kann... Hab da schon 3 Baumstämme reingehämmert. Ich kann es aber wieder wegmachen. Ups! Nein, das wollte ich nicht. Jetzt, aber ich krieg die Baumstämme wieder. Höre ich jetzt da... Kannibalengetrampel? Aber da war eine Eidechse. Ich habe eine Eidechse eben gesehen. Die ich mitnehme. Aber eigentlich wollte ich Wildschweine sehen. Wollt zu den Wildschweinen gehen? Denn da können wir auch was Nettes machen. Und zwar ein paar Sachen. Ich weiß nicht mehr. Irgendwie Wildschweinschädel können wir auf... ich soll mal gucken. Hab ich... Ich sollte... Jetzt bin ich wieder Rüstung voll und ich kann die Eidechse mitnehmen, wo jetzt nicht mehr da ist. Tolle Sache. Aber ich suche ja keine Eidechsen, ich suche Wildschweine. Und ich weiß nicht, wo die sind. Denn da kann man etwas Schönes machen. Ach, erschreckt mich nicht, ihr Rehe. Ich dachte jetzt schon wieder Kannibalen. Nachbarn und... ihr wisst ja. Also, wie gesagt, also fangen wir mal ganz von vorne an. Also, ich hatte keine Zeit, The Forest zu spielen und aufzunehmen. Ja, ich trinke mal was. Hui, das ist eine... Das hat er vorher nicht gemacht. Ja, ist lecker, lecker dreckiges Wasser. Kann man schön trinken. Also, die Animation scheint auch neu zu sein. Ich kann mich nicht entsinnen, dass er das gemacht hat. Aber wir suchen Wildschweine. Ich sollte mich nicht ablenken lassen. Hab ich jetzt wieder... Ich höre überall Kannibalen. Wie gesagt, ich hatte keine Zeit aufzunehmen und The Forest zu spielen. Und ich muss ja nochmal komplett neu anfangen. Es bringt ja nichts mit dem... War ich hier schon? Bringt ja nichts mit dem kaputten, mit den kaputten Häusern. Wir haben 2 kaputte Häuser. Cash collected... Nehmen wir natürlich alles mit, auch wenn ich keinen Sinn drin sehe. Und hier ist unser Flugzeug. Ich weiß gar nicht, wo das abgestürzt ist, aber es scheint wohl hier zu sein. Und das ist auch neu, glaube ich. Ich habe, glaube ich, mal gelesen zu haben in Patch Notes, dass das Flugzeug jetzt Dreck und Schramm und neue Texturen hat. Und es steckt im Baum fest. Können wir da... Nein, mach mal auf. Kann ich da... Und ich würde da gerne wieder rein.
Aber wie gesagt, das werden wir alles sehen, wenn ich mal wieder Zeit kriege, das neu anzufangen und neu aufzunehmen. Wir sind übrigens in der 50. Folge heute. Das ist die 50. Folge hier auf meinem Kanal The Forest, der Wald. Nehmen wir noch ein paar Schokoriegel mit. Kann ja nie schaden. Ich suche aber immer noch Wildschweine. Wildschweine suche ich. Die Tiere soll man auch beim Fressen jetzt beobachten können und alles mögliche. Also es sind viele kleine, schöne neue Sachen drin. Aber halt nicht so groß wie in dem letzten Update. Da das neue Gebiet, in das ich vielleicht ziehen wollte. Aber solange keine Kannibalen kommen, ist mir jetzt mit alles recht. Ja, und auch keine Wildschweine. Ich will ein Wildschwein jagen und... Bin ich im Kreis rumgelaufen oder ist das das nächste Flugzeug? Oder... Ich bin wohl im Kreis rumgelaufen. Einen Kompass soll es geben. Also wie gesagt, eine Karte, die in vier Teile... Sticks können wir immer mitnehmen. Eine Karte, die in vier Teile zerlegt ist und die wir wieder zusammensetzen können. Und dann können wir wahrscheinlich auf M eine Map machen. Das fände ich ganz nett. Das fände ich cool. Und einen Kompass soll man irgendwo finden können. Den finde ich natürlich nicht. Ist wahrscheinlich gut in irgendeiner der Höhlen versteckt. Eine neunte Höhle soll es auch geben. Neuntes, keine Ahnung, gab es Bombe? Hier kann ich was sprengen. Sprengen? Bombe, habe ich eine Bombe? Nein, ich wollte Molotow und, was brauche ich für eine Bombe? Ich würde das gerne mal sprengen. Einmal sprengen, bitte. Habe ich nicht so ein Board mitgenommen? Und jetzt eine... Was brauche ich noch für eine Bombe? Ein Molly? Was brauche ich für eine... Noch Clove? Was brauche ich... Was brauche ich für eine Bombe? Seil? Harz? Nein, ich kann nur removen. Ich kann nur removen. Wie baue ich eine Bombe? Eine Schädel... Ich weiß es nicht mehr. Was habe ich jetzt... Nein, ich habe den Schädel in die Hand genommen. Nein, was brauche ich... Ach, eine Uhr. Eine Uhr brauche ich noch. Ich bin zu stur. Ich brauche eine Uhr. Und... Moment, Bombe? Was? Jetzt habe ich... Uhr und das Boot. Nein, ich will... Hilfe! Hilfe! Was war das? Ich wollte doch gerade eine Bombe bauen. Ich weiß nicht, wie es geht. Nein. Und wir sind tot. Wir sind sowas von tot. Hilfe! Oh, die Gänse. Vorher waren auf dem Gänsesee keine Gänse. Mann, oh Mann. Gehen wir mal hier hoch. Es war natürlich wieder total... komplett die Eidechsenrüstung geklaut. Aber ich finde, es sieht supi aus. Also ich finde, können wir jetzt einen... machen wir mal einen Sprung hier. Aua! Hilfe! Hoch, 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 hoch! Jetzt noch ertrinken. Das wäre es gewesen. Und ich bin nicht vom Gänsesee weggekommen in unserer kaputten Hütte. Ich sollte mal vielleicht die andere Seite, andere Richtung laufen. Denn in der anderen Richtung kenne ich mich ja gar nicht aus. Jetzt sind wir in Eidechsennet. Wie baue ich eine Bombe? Und man hört, das ist schon, glaube ich, seit der... Mal schnell was essen. Kann ja nicht schaden. Man hört die Kannibalen nicht mehr. Die machen nicht mehr bling. Ihr Rehe macht Geräusche, als würde eine Armee marschieren. Eidechse? Und das hier, der Schneeberg, das ist unser neues Gebiet. Das habe ich auch noch nicht so richtig unter die Lupe genommen, weil ich mich... Und man hat eine... Ist die Fernsicht verbessert? Also ich finde, man sieht weiter.
Ich hätte gerne eben noch den Felsklotz in die Luft gesprengt, wo das Bombensymbol war. Hoffentlich finden wir noch einen Felsen. Aber da kamen ja die netten Nachbarn ohne Blink-Bloing. Man hat eine weitere Fernsicht. Es ist ein bisschen neblig hier, der... ich weiß... Vielleicht könnten wir hier auf diese Mini-Insel hier zwischen dem... Geh mal runter, nicht fallen. Und noch eine Eidechse. Wir sollten ja, wie gesagt, das hinten wäre vielleicht... Da wären wir genau in der Mitte zwischen dem neuen und dem alten Gebiet. Das sieht, ja, könnte man machen. Aber ich suche immer noch Wildschweine. Habe ich erwähnt, dass ich Wildschweine suche? Weil da kann man etwas Schönes damit bauen. Wenn ich jetzt keine Wildschweine finde, ja, dann habe ich umsonst gesucht. Ihr könnt mich sehen, suchen und laut hören, fluchen. Das hier ist... Von hier aus habe ich, bevor es das neue Gebiet gab, mal ein Dorf gesehen. Aber das scheint jetzt hier nicht mehr zu sein. Aber da hinten am Strand wäre auch sehr schön zu wohnen. Aber rüberschwimmen wahrscheinlich nicht wegen der Haie. Ist da eine Landbrücke, wo man rüber spazieren kann, da hinten? Nee, das ist auch nur eine kleine Insel. Wären wir auf jeden Fall ziemlich sicher. Wenn wir auf so einer Inselchen bauen würden, aber das ganze Holz darüber schaffen. Beziehungsweise wenn wir schwimmen müssen, dann wäre es wahrscheinlich ziemlich unmöglich. Da ist unsere Strandwohnung im Container. Und jetzt kenne ich mich wieder. War da jetzt... Das ist aber, sieht aber auch anders aus. Mit den Kisten hier. Da war eben eine Kiste im Wasser. Die können wir natürlich nicht. Das sind Pappkisten, die wir... Ach nein, ich habe nur... Toll, einen Stein aufgenommen. Ich dachte, ich könnte die Kiste aufnehmen. Die haben einen Container geklaut. Diese scheiß Nachbarn. Super. Hier stand einmal ein Container. Der steht jetzt da oben. Also die bauen viel um. Und ich habe da mal meine Containerwohnung. Wo ist meine Containerwohnung? Ich hatte da das Shelter, das temporäre Shelter und Feuer im Container gebaut. Hier stand ein Container. Und der steht jetzt hier oben. Und was haben die Nachbarn da rumgebaut? Wollt ihr... Wow. Was haben die... Wir können nicht Moor tragen. Die haben da die Medizin. Wir können keine mehr. Was haben wir hier? Wow. Da ist eine Kassette drin. Kassette 4 collected. Hier im... Die Nachbarn, sie überraschen mich immer wieder. Hier so schön Knochen im Mund. Tierschädel mit CDs. Hoffentlich kommen sie nicht zurück. Ja, sie haben sich auch, sie haben das Konzept der Containerwohnung erkannt und haben sich drin auch gemütlich gemacht. Und hier, wie gesagt, alles, was wir gebaut haben in den letzten Versionen, ist irgendwie kaputt. Und hier diese Inselchen, die ist doch auch komplett neu. Wie gesagt, ich laufe hier random rum und gucke, ob ich etwas entdecke, wo ich mich nicht entsinnen kann und was neu ist. Haie? Haie? Hai? Ja, die Haie sollen nicht mehr so nah an der Küste sein. War das jetzt ein Kamikaze-Vogel, der ins Wasser getaucht ist? Oder war das ein fliegender Fisch? Kann ja natürlich auch sein. Ja, das hier scheint auch neu zu sein. Ich kann mich auf jeden Fall nicht entsinnen. Hier drauf etwas zu bauen, wäre sehr nett, absolut sicher. Aber ich denke, da könnten wir nur was temporäres in so ein Temporary Shelter,
weil ich denke, wir können mit den Baumstämmen nicht rüberschwimmen. Schade. Jetzt habe ich eine Idee. Wir könnten doch eine Brücke machen. Eine Brücke? Und hier auf der Insel mega sicher wohnen. Hinten den Wald, den holzen wir komplett ab. Da ist nichts mehr, da haben wir nachher frei. Und wir müssten mega weit laufen, aber wären super sicher. Hier auf der Insel. Aber um mit dem Baumstamm eben rüberzukommen, müssten wir so eine... Moment, ich guck mal im... Ich hab gesagt, ich guck ins Book. Das hier ist auch neu. Notes. Kann ich... Notes? Kann ich... Ich kann da nichts machen. Mystery. Ja gut, das haben wir schon. Bogen. Ja gut, Effizis kennen wir. Effigy? Kennen wir. Nein, da müsste ich Custom bilden. Wooden Pfad. Das ist aber, glaube ich, nur zwischen... Könnten wir das? Nein, könnten wir nicht als Brücke benutzen. Der ist aber, glaube ich, auch neu. Ein Pfad auf dem... Aber das, ja, für auf dem Boden. Purer Luxus. Einen holzgetäfelten Pfad. Brauchen wir natürlich wieder zig Holz. Und wir haben ja genug. Das geht ja ganz schnell mit dem Hacken. Nein, ich, wie können wir eine Brücke bauen? Ich probiere nur. Wenn ich jetzt hier so eine... Hier? E? Nein, ich will E. Und dann, nein, Buch. Und wie gesagt, man merkt, ich habe... Ja, wir könnten uns hier so eine Brücke bauen. Für die Brücke brauchen wir wahrscheinlich 1000... Ja, wie gesagt, es ist nur... Was? Nein, ich wollte keinen Stein aufnehmen. Ich wollte das hier wieder wegziehen. War ja nur, ob es geht. Das ginge. Das wäre vielleicht ein Riesenprojekt, hier auf die Insel zu ziehen und dann mega sicher zu wohnen. Und dann das Bauarbeiterlager, das Temporary, könnten wir dann in den komischen... Da hätten wir immer Medizin, würde das spawnen. Ich will... Die ist ja auch neu texturiert, die moderne Axt. Aber wir müssen so weit laufen. Und ja, der Container baut sich ein bisschen spät auf. Da hinten wieder einer der Nachbarn. Aber der hat uns noch nicht gesehen. Ja, wie gesagt, sie können jederzeit aus den Ecken rausschießen und rauswuseln. Das sind drei. Und sie kommen in meine Richtung, das, was ich nicht gut finde. Der hat mich aber nicht gesehen. Der rennt einfach nur so. Doch, der hat mich gesehen. Die haben mich gesehen. Dann lieber von den Heilen. Fressen. Ich kann unter Wasser laufen. Ich bin Jesus, ich kann unter Wasser laufen. Ah nein, das war was anderes. Der konnte über Wasser laufen. Auf jeden Fall definitiv. Definitiv bin ich nicht Jesus. Fast ersoffen. Ja, wenn man unter Wasser laufen will, dann kann es passieren, dass man plötzlich ins Schwimmen kommt und ersäuft. Kann ich also nicht empfehlen, liebe Leute. Ich habe immer noch keine Wildschweine gesehen. Aber eine Schildkröte. Na, was sagst du dazu? Sie sagt nichts dazu. Naja. Aber wie gesagt, auf so eine Insel zu ziehen, da eine Brücke rüber zu bauen und dann, wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Ist aber eine mega, mega zeitaufwendig und wie gesagt, ich habe im Moment nicht so die Zeit für so ein größeres Forest-Projekt. Mal sehen. Spätestens zur Version 0.20 sollte ich mal beginnen, wieder von vorne anzufangen und was Riesengroßes zu bauen.
Und die Karte finden, das wäre auch nett, aber die werde ich nie finden. Die ist garantiert in, garantiert in den Höhlen versteckt. Wie gesagt, noch ein neues Höhlensystem, Höhle 9. Ich habe keine Ausdauer und bin hungrig. Warum sagt mir das keiner? Mal Snack. Ja, es geht. Ach, der Magen ist wieder voll, aber die Energie, Restore Energy, aber das hat letztes Mal nicht gut geklappt. Nein, ich... Was hab ich? C? Was hab ich C? Warum kann ich... Was hab ich... Was soll ich da C trinken? Nein, ich... Was macht er jetzt? Wir haben hier ein Bild dran hängen, sehe ich gerade. The Haunting! Ja, das ist die Kassette 4, die wir eben gefunden haben. Kombiné! Und Remove und... nein, ich will... Nein! Und es wird Nacht! Und das mit dem Restore Energy? Jetzt geht's ab. Wir rocken den Wald. Und wir rocken die Wildschweine, die ich nicht finde. Es wird schon wieder Nacht. Das finde ich nicht gut. Ich sollte schlafen gehen. Nacht sollen... Der Anker hier lag immer am Strand und jetzt liegt er im Wasser. Ich sollte mal schnell in mein kaputtes... Ich laufe aber auch langsam. Ich drücke jetzt Laufen. Und ich laufe langsam. Ich sollte mal einen kleinen Schläfchen machen. Wie gesagt, dass wir die Nacht über schlafen. Ba! 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 Bu. Ich laufe zu dem Schlafplatz. Und ich mache einen Hui-Satz. Denn ich bin hier im Wald und die Kannibalen machen mich kalt. La la la. Wow. Ich sollte nicht rumalbern und schon gar nicht singen. Jetzt hier runterstürzen und tot sein? Okay. Wir haben es geschafft. Wo ist jetzt... Ist das andere auch kaputt? Da haben wir auch noch ein temporary... Ich sollte keine Musik anhaben. Kann ich die jetzt auch irgendwie wieder ausmachen? Wie kann ich die Musik wieder... Ah. Die machen ja sowieso nicht mehr Blink-Bloing. Warum hab ich... Nein, kein Funkgerät. Es ist saudunkel, ich sehe nichts, ich sehe gar nichts. Ach ja, hier, unser... Die Mauer ist auch weg. Ach ja, die war ja genauso... Und hier sind... Hier ist ja keine Wände mehr da. Ist unser Schlaflager noch da? Ja, das steht jetzt auch super. Wir schlafen mal kurz. Und wir haben morgen. Und ich denke mal, ich verabschiede mich aus der heutigen Folge. Und ich mache noch eine Folge draus. Also hier ein bisschen umgucken, bis ich Wildschweine finde. Ich hoffe, ich finde sie irgendwann. Ich sag tschüss und ciao. Und ja, tschüss und ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Komm.